Netflix! No, Netflix! Guten Tag, meine Leute! Meine Leute? Guten Tag zusammen! So. Mert hat einen neuen Song rausgebracht. Mert zusammen mit. Ich hoffe, das ist auch sein Name, Z. U23. Und ich habe ja mich schon dazu geäußert, auch zu dem Thema, was Mert mal erzählt hat in Bezug auf die Vergangenheit mit Samra. Aber auch andere Sachen. Wie zum Beispiel, dass er ein gewisses Auge hat für gewisse Talente. So. Und er hat natürlich auch über sowas erzählt, dass er, ich sag mal, ein paar Leute in Anführungsstrichen entdeckt hat. Ja. Darunter zum Beispiel Soulking. Und ich weiß nicht, ob er dieses Video von mir sehen wird. Keine Ahnung. Aber ich möchte ganz kurz zu diesen Geschichten Soulking sagen. Weil Mert sagt ja, oder hat gesagt, dass er ihn so gesehen entdeckt hat. Er war vielleicht in Deutschland unbekannt, Soulking, das stimmt. Aber Soulking an sich, also sogar vor der Zeit, wo er was mit Mert gemacht hat, war gar nicht so unbekannt. Er ist in Algerien ganz bekannt. Er ist ein algerischer Rapper oder Musiker, sagen wir mal so. Und in Frankreich kannte man den eigentlich auch ziemlich gut, denn er war schon bei dem Contest von Soufiane, glaube ich, dabei, ja? Wer den nicht kennt, bitte angucken. Ich verfolge sehr gerne auch die französische Musik, deswegen kann ich mich dazu so ein bisschen grundlegend äußern. So. Aber hören wir uns den neuen Song von Mert und Z an. Oh krass, Kunde ist König 2 kommt auch noch. Gut. Beat ist Bombe. Zat, 4-9 Wartoli. Zat, Baba, lass mich kurz vorstellen, ich bin. Okay, das ist an dieser Z. Kann ja nur der sein, ja. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich muss sagen, Mert macht ja auch gute Musik. Ist ja auch nicht, es ist ja nicht so, dass er da keine gute Musik macht. Er war früher auch ein YouTuber, hat auch gute YouTube-Videos gemacht, auch sehr provokante YouTube-Videos. Mittlerweile macht er sehr gute Musik, muss man zugeben. Jetzt bin ich natürlich auf diesen neuen von ihm gespannt. Z, Baba, lass mich kurz vorstellen. Ich bin in der Mula-Gang und will wieder am Rad drehen. U23, Youngster, holt sich den Ballon doch wie Kylian Mbappé. Ich will lila ne Batzen, du spielst viel. Stimme hat schon mal was, diesen rauen Effekt, ja, in der Stimme mag ich, ja. Genauso wie von Fero47, glaube ich, heißt der. Er hat auch so eine raue Stimme. Ich weiß nicht mittlerweile den Namen. Ich bin auch irgendwie in diesen Scheiß reingeraten. Mero, Fero, Tero, Alter. Jetzt, egal. FIFA mit 18, ich war Dealer mit 18. Anstatt wie dein Lieblingsrapper bei den Kopf zu singen, würde ich von der Brücke springen, wieder in Knast gehen. Yeah. Sag den, ich hab Label Deal. Mach Rap, knall Bitches von Maybelline. Wer hat für die Scheiße bezahlt? Boah. Wie der einsteigt, Digga. Gott ist fürchtig, Mann. Sag den, ich hab Label, Lieblingsrapper bei den Kopf zu singen, würde ich von der Brücke springen, wieder in Knast gehen. Sag den, ich hab Label Deal, mach Rap, knall Bitches von Maybelline. Wer hat für die Scheiße bezahlt wie PayTV? Früher Gangster, heute spielt die Navy Seal. Wer hat die Scheiße bezahlt, so wie PayTV? Ja gut, nicht gerade der krasseste Überreim, aber wie er auf den Beat kommt, mit diesem Rhyme, ist Baba. Sehr geil. Mir gefällt schon mal seine Stimme sehr. Rapper sind Rentner, verbringen ihre Zeit in China wie Iniesta. Yeah. Nehm euch ganz locker, hopp so wie Ricardo Bernardo Quaresma. Kopf durch die Wand, wie sie so rein in die Bank im Levante-Trikot. Wer zu Legenden, Zagi Pipo. Was auf jeden Fall mal schon mal auffällt, dass der junge Mann auch sehr gerne mit dem Stimme, mit seiner Stimme spielt und mit dem Flow auch spielt. Was sehr, sehr sympathisch ihn macht, ja. Viele sind immer so auf diesen monotonen Sachen und er spielt so ein bisschen mit diesem Flow, aber auch mit der Stimme, was richtig geil klingt. Also das muss ich sagen, das ist echt gut, wirklich sehr gut. Wir sind andere Liga, sind anderes Niveau. Gib ihm Elastico a la Ronaldinho. Schick Geld in die Heimat per Western Union. Mama, dein Sohn holt mit Rap die Million. Die Quote ist Banco, ich kämpf bis... U23, Joga Bonito. Bonito. Keine Junk. Boah, irgendwo kommt mir diese Melodie bekannt vor. Dam da da dam, dam da 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 da. Geht das? Moment, wie heißt das denn? Parararam, pam pam pararara, parararara, pam. Hol mir noch ein Bier oder so hieß das. Wie hieß das denn nochmal? Lass einen trinken. Oder wie ist es?
7 Tage lang oder irgendwie so. Das eine, ich google mal. Einen trinken 7 Tage lang. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, was wollen wir trinken 7 Tage lang? So heißt das. Hört euch mal den Refrain davon an. Und die Hook. 20 Joggerboni, die Million, die Quote ist Banco, ich kenn bis. 23 Joggerbonito, Bonito. Keine Junkies, so wie dein Idol. Lass einen trinken. Unsere Feinde fallen wie Domino. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? Also, natürlich, klar ist das jetzt so gemacht, dass es irgendwie 90 BPM oder so hat für Hip-Hop und was weiß ich, ja. Aber es klingt identisch, identisch. U23, Joga Bonito. Ich bin anders, jeder hatte Zweifel, doch ich kann das. Keine Patte heute, kleinen Kocken voll Champagnas. 5 Sterne Gambas, VIP-Stammgast. Wir sind Piranhas auf Flucht vor den Amjas. Also ich will jetzt nicht, damit die Leute denken, ihm unterstellen, dass er was geklaut hat. Ja, es kann auch wirklich ein reiner Zufall auch sein. Nur sofort die Melodie kommt in meinen Kopf. Ja, dieses, was wollen wir trinken, 7 Tage lang, das natürlich fast auf jedem scheiß Kirmes und an jede scheiß Veranstaltung, weil dieser Song irgendwie gefragt ist. So, dieses, was wollen wir trinken. Deswegen, sowas geht mir einfach nicht aus dem Kopf raus. Merta BZ Baba Champions League, das im Flashback weiß, Moku sampled den Beat. U23 gegen Ü31, ihr Traditionsvereine, wir Red Bull Leipzig. Dries Mertens und Zed Zidane ziehen an dir vorbei, so wie Ashley Young. Gib Gas, solange bis ich im Porsche Panamera komm, wir beide ficken Mütter lange vor dem Cataleas Song. Was in der Ist das ein... Moment, ich muss mal die Line nochmal hören. Ist das jetzt gerade ein kleiner Seitenhieb in Richtung Samra? Gegen Ü31, ihr Traditionsvereine, wir Red Bull Leipzig. Dries Mertens und Zed Zidane ziehen an dir vorbei, so wie Ashley Young. Gib Gas, solange bis ich im Porsche Panamera komm, wir beide ficken Mütter lange vor dem Cataleas-Song. Batz in der Tasche sind XXL, ich fick die... Okay, das ist so ein... Ich glaube, das ist so ein kleiner Seitenhieb, ja? So. In Richtung Samra. Ja doch, in Richtung Samra. Ist Cataleas-Song von Samra, ist klar. Krass. Oh, ich hoffe, irgendwas in der Szene passiert mal, damit man wieder Spaß hat. Ja, das ist mir ein bisschen zu ruhig. Die Welt und wasche mein Gesicht mit Geld. Kein Manager der Welt hat mir zu sagen, was ich mache, weil ein Kenneck macht das, was er für richtig hält. Pah. Kopf durch die Wand, wie sie sucht. Rein in die Bank im Levante-Trikot. Was mir auch gerade jetzt auffällt, ist, dass der Flow von Mert sich um tausendfache verbessert hat. Dieser Flow, den er gerade macht, er war schon, wie gesagt, zu den vorherigen Songs auch auf seinem vorherigen Album Kunde ist König 1, ja, hatte er schon guten Flow. Aber hier habe ich so das Gefühl, er hat sich nochmal gesteigert. Entweder ich bin jetzt geistig behindert oder ich habe recht. Wahrscheinlich geistig behindert, ich weiß, sowas werden die Leute unten in die Kommentare schreiben, aber... Ja? Legenden, Zagi, Pipo, wir sind andere Liga, sind anderes Niveau. Gib ihm Elastico, a la Ronaldinho. Schick Geld in die Heimat per Western Union. Mama, dein Sohn holt mit Rap die Million. Die Quote ist Banco, ich kämpfe bis zu 23. Was wollen wir 7 Tage lang, was wollen wir? Jetzt wird mich das verfolgen. Ich schwör's dir. Das geht jetzt nicht aus meinem Kopf, das wird mich triggern, Alter. Joga Bonito. Bonito. Keine Junkies, so wie dein Idol. Wie dein Idol. Unsere Feinde fallen wie Domino. Domino. U23. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist schon so ein krasser Seitenhieb in Richtung Samra, ja. Sind keine Junkies, so wie dein Idol. Das sind so Sachen, plus er erwähnt auch Cataleya. Davor hat er auch über Samra gesprochen, wo er selbst dieses Video gemacht hat. Hab ich so ein bisschen Gefühl, er will so ein bisschen ihn triggern. Weil Samra mit ihm auch, glaube ich, diesen U23 oder U21-Song, irgendwie sowas, nicht mehr zusammen gemacht hat. Ich glaube, der will ihn ein bisschen triggern. 20, Joga Bonito. Bonito.
23, Youngster. Batz in der Tasche, Cent XXL. Wie ich sowas vermisse, solche Scratches. Das ist für mich, das erinnert mich noch an den alten Hip-Hop. Das ist so geil. Damals auch bei den Kool Savas Song gab es auch so ein paar Sachen, wo ich das voll abgefeiert habe. Finde ich geil, dass sie sowas eingebaut in den Beat. Respekt, also Respekt, Mert. Gut gemacht. Mega gut sogar. Ich hab Label Deal. Mert ABZ, Baba Champions League. Ich bin anders. Jeder hat das Zweifel, doch ich kann das. Yeah. Bestellt euch das sonst vor. Holt euch Kunde ist König. Ich werde mir das auf jeden Fall auf Spotify geben und mir das anhören. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Mucho grande.